Ich weiß, dass in meinem Tagebuch steht, wo sich Kogurun befindet, aber ich will so ein bisschen selbst gerade probieren, Kogurun zu finden. Das war gerade irgendwie totaler Overkill. Da sind Zelte. Es gibt hier immer was Interessantes zu sehen. Ja, irgendwelche Wegelagerer. Wobei, waren Wegelagerer nicht Leute, die dich wenigstens am Leben lassen würden, wenn du ihnen Geld bezahlst? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht. Wollen wir rein? Ich würde sagen, wir gehen rein. Ja, war sowas von klar. Ich finde diese Maske da ja so richtig hässlich. Nein, hier ist nichts. Kleines Schloss. Ja. Das war ein Amulett, okay. Ja, das sind nur normale Betten, die bringen mir jetzt auch nichts Besonderes. Ach ja, ich bin noch etwas ziemlich oft gefragt worden. Na, ziemlich oft halt. Warum ich nicht einen verzauberten Gegenstand benutze, um Levitation zu wirken. Weil Levitation ja dauernd schief geht. Liegt einfach daran, dass ich, je mehr Levitation ich benutze, umso größer wird die Chance, dass es eben nicht mehr schief geht, weil meine Veränderung steigt. Es ist so ein typisches aus Fehlern lernt man System. Wobei man nicht aus Fehlern lernt, sondern aus, ja, wenn es mal richtig geht. Ich glaube, ich hole den Langbogen mit, einfach um einen zu haben. Skelett. Sag mir nicht, dass das ein Skelettbogenschütze ist. Ah nein, okay. Ich krieg dich tot. Ich muss noch einmal. Noch einmal treffen. Noch einmal. Noch einmal. Nur noch ein einziges Mal. Bitte, bitte, bitte. Danke. Ich wette, ich lese jetzt gleich oder nachher oder in ein paar Tagen mindestens einen Kommentar, in dem steht, tu das nie wieder. Okay. Wo ist... Was hast du? Hey, da liegt... Schlüssel zur Inef-Gruft. Mann, war der gut versteckt. Ich habe, um ehrlich zu sein, ja sogar einen Schlüssel-Aufspüren-Zauber. Nur das sind meistens die Zauber, an die ich nicht denke. Den hole ich einfach mal so mit. Nein. Oh Gott, ich hab wirklich vergessen, mich zu heilen zwischen den Kämpfen. Ich hab's wirklich vergessen. Fertig. Los, stirb. Stirb. Oh. Mein Gegenstand hat keine Ladung mehr. Ach ja, mit der Zeit füllt sich die Verzauberung der Gegenstände auch von selbst wieder auf. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. So. Wie viele Mana-Tränke habe ich noch? Soll ich ihn zeigen? Ja. Ich zeige euch mal einen Trick. Und lasst euch darüber abstimmen, ob ich den benutzen soll oder ob ihr ihn unfair findet. Denn meiner Meinung nach ergibt der Trick Sinn, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe jetzt 69 Intelligenz. Wenn ich jetzt Sujama hole, wie viel brauche ich? 2 davon. Das war dumm. Du gehst jetzt erstmal weg. Nochmal 2 Sujama. Und noch eine. Ja, habe ich 0 Intelligenz. Das heißt, ich habe jetzt 0 von 0 Mana. Ich habe also sozusagen 100% des Manas, das ich haben kann. Wenn ich jetzt warte, bis ich wieder 69 Intelligenz habe, habe ich immer noch 100% Mana. Allerdings dieses Mal 242. So ein kleiner Trick. Nicht wirklich hilfreich, aber immerhin. Ich finde ihn interessant. Und
Ihr könnt darüber entscheiden, ob ich ihn benutzen soll oder nicht. Wobei ich ihn sowieso nicht so oft benutzen würde. Ich wollte ihn euch nur gerade zeigen. Okay. Wir gehen weiter in diese Angruft. Oh Gott. Oh, ach du heiliger Bimbam. Beschworenes Langschwert. Beschworene gefestigte Langwaffe. Nein, gefestigte Langwaffe. Und du bist sofort tot. Oder auch nicht, aber jetzt. Du kannst mir sowieso nichts anhaben. Und bist ziemlich schnell ebenfalls tot. Ein Skelett. Hallo? Ein Skelettfürst. 6-mal Knochenmehl. Jede Menge. Sinnloses Zeug, aber jede Menge. Nordische Fellarmschienen. Och nö, ich werde jetzt nicht daran verrecken, oder? Nein, gut. Und sinnloses Zeug. In den meisten Ahnengrüften findet man nicht wirklich was Wertvolles. Da sind die dätrischen Ruinen wesentlich ergiebiger. Wobei mich das Licht da hinten gerade... Ich meine, wenn auch immer hier ein Licht steht oder sowas, dann steht das ja nicht umsonst da. Hier ist also wahrscheinlich irgendwas Wertvolles. Nein, nichts. Ja. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Entwickler bei Bethesda da saßen und sich einer dachte, wir stellen jetzt eine Lampe hin und wenn irgendein Depp ein LP hiervon macht und in diese Höhle geht und sagt, da ist bestimmt was Besonderes, wird er sich verarscht fühlen. Das waren ihre Gedanken. Genau das. So. Wir wollten nach Kogurun und ich bin wirklich falsch. Ich mag den Nebel gerade überhaupt nicht. Blöder Nebel. Also nicht der Nebel bezüglich der Sichtweite, sondern der Nebel, wenn es halt neblig ist. Höllenhund da oben. Oh Gott, ich weiß noch, der Höllenhund, als ich auf dem Weg zur Ushilaku-Grabkammer war. Keine Ahnung, welche Folge, aber er hat einen Schlag gebraucht, um mich zu töten, glaube ich. Und da ist schon wieder eine Ahnengruft. An jeder Ecke findet man eine Ahnengruft. Oder irgendeine Höhle. Tiralas Angriff. Sagt mir jetzt nichts, aber wir lunzen mal kurz rein. Nur ein Feuertonner. Soweit ich weiß, waren diese Biester für mich besiegbar. Ja, ich hätte es fast geschafft. Das Schlimmste war jetzt der Feuerzauber, der nicht wie dem nicht widerstanden wurde. Ich glaube, ich habe meine Ringe ausgezogen, oder? Aber ich habe sie dann wieder angezogen. Also meine beiden besonderen Ringe. Die ich im Moment habe. Ja, ich habe sie wieder angezogen. Ich beschwöre einfach mal das übliche Zeug. Diese beiden Zaubereffekte könnte ich in einen Zauber reinpacken und das werde ich auf... Ja, das werde ich das nächste Mal auch tun, wenn ich in Balmora bin. Oder in irgendeiner Magiergilde. Oder bei irgendjemandem, der mir solche Zauber machen kann. Und jetzt sind hier diese verdammten Clan-Bands. In Morrowind, einer der stärkeren Gegner in Oblivion, so ziemlich das erste Vieh, dem man begegnet. War das jetzt... Nee, das war kein Spoiler. Nee, würde ich nicht sagen. Ja, ich nehme das Zeug da einfach mal mit. Oh, ich hab Hunger. Wäre dann so ziemlich der dritte Zauber, den ich mir machen müsste. Ich hab Hunger. Also, fall tot um. Komm nicht auf die Idee, mich anzugreifen. So ist fein.
ein Daedra-Herz. Ziemlich tolle Biester, das. Krankheitsresistenz. So. Ach, teures Amulett. Kann man gut verzaubern. Nicht wirklich sehr gut, aber wer weiß, wann man vielleicht mal eins braucht. Mir fällt gerade erst auf, wie ich mal wieder total abgelenkt werde. Aber wenn da eine Höhle steht, dann kann ich nicht einfach an ihr vorbeigehen. Die weint dann und schreit mir nach und das finde ich nicht toll. Ich bin so ein lieber sozialer Mensch. Ich muss Höhlen einfach besuchen.